Moin zusammen, es geht weiter mit Dinkum. Es ist früher Morgen, 7.15 Uhr jetzt genau. Was hatte ich denn gesagt, was wir machen? Oh, Mensch, Känguru, hast du dich erschrocken, dass ich rausgekommen bin? Da ist der, wen hast du denn jetzt gegrüßt? Das Känguru, John? Ja, guten Tag. Ich wollte in dieser Folge eigentlich rumlaufen über die Insel und Geld verdienen. Also alles einsammeln, was bei Drani auf dem Baum ist. Das bedingt natürlich, dass ich jetzt hier erstmal eine ganze Menge reinpacke und gar keinen Platz mehr habe. ja, also alles. Warte mal, alles, was wir behalten, geht da mal rein. Das brauche ich nicht. Die ganzen Fische brauche ich nicht. Das behalten wir eh. Ansonsten nehmen wir alles mit, würde ich sagen. Ich mache noch mal kurz die, ja, die Tasche auf. die Karte auf. Die Dinger packe ich mal kurz unten rein und werde die mal kurz kochen. Bis der John mal meint, er müsste arbeiten gehen. Aber das ist um 10, ne? Naja gut, vielleicht mache ich in der Zeit noch was anderes. Vielleicht sammeln wir noch irgendwelche Sachen hier in der Gegend. Dann können wir gleich bei ihm alles verkaufen und um 10 gehen wir dann los. Und schauen uns mal in fernen Ländern, hätte ich bald gesagt, um, sondern weiter weg einfach mal umschauen. Ach, das ist schön mit meinen drei Lagerfeuern hier. Das finde ich so prima. Da geht das richtig flott. Habe ich noch was? Ja. Immer noch eine? Ja. Okay, wunderbar. Sehr schön, haben wir 33 Stück davon. Das sollte wirklich erstmal reichen. Beziehungsweise 35. Sehr gut. Ja, gut, bis um 10 muss ich dann noch irgendwas machen, ne? Dann sammeln wir noch alles ein bisschen ein, ne? Dann können wir das gleich verkaufen bei John. Und dann machen wir uns mal auf den Weg, weil ich will unbedingt diese Donation fertig haben. Damit wir dann das nächste bauen können. Und das nächste, glaube ich, wäre erstmal dieses Bulletin Board. Also wahrscheinlich ist das so ein Anschlagbrett, wo die Leute dann, die hier wohnen, dann ihre Aufträge anschlagen können. Und man kann die dann annehmen. Vermute ich. Ich weiß es ja nicht. Kann auch einfach nur Bekanntmachung sein. Aber ich hoffe, dass es dann da irgendwelche Quests bekommt. Und dann kommt natürlich das Museum. Aber ich kann mir vorstellen, da braucht man schon ein bisschen mehr Ressourcen dann. Und wahrscheinlich auch wieder eine Menge Donations. Ja. Die wollen alle mein Geld. Alle wollen so mein Geld hier. Furchtbar. Furchtbar. Oh. Hallo? Tinohr. Meine Axt ist fertig, ne? Hau drauf. Ah, verdammt. Gut, dann weiß ich ja gleich, was ich kaufen kann. Bei John. Und ich habe auch schon den Tipp bekommen, dass man... Wie, voll oder? Nee, noch nicht. Dass man Werkzeuge auch wohl selber herstellen kann. Also man muss hier nicht immer... Oh, nee. Oh, jetzt hätte ich... Geht das einfach damit? Ja. Oh, bitte. Oh, hat gerade hingehauen. Old Wheel. Ihr Heads. Und Old Gear. Das Old Gear brauchten wir für irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr was. Für irgendwas zum Herstellen braucht man das. Kann mich aber nicht mehr erinnern, was es war. Ich habe das gestern gesehen. Oder war das bei der letzten Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall habe ich auch den Tipp bekommen. Und das habe ich auch bis jetzt nicht gemacht. Bloß die Sachen nicht wegwerfen. Also irgendwie hat alles irgendwie einen Sinn. Oder das meiste wahrscheinlich davon. Ja, das eine Teil haben wir schon gebraucht für diesen Funkturm. Oh, das ist aber nett von euch. Nee. Ach, guck, die fressen das doch auf. Das hatte ich doch letztes Mal. Was habe ich denn da erlegt? Weiß ich gar nicht mehr. War das sogar eines von diesen Hunden? Und dann wollte ich das Fleisch abholen, dann war es weg. Was bist du denn? Ein Gürteltier? Bist du lieb? Du bist lieb. Du bist lieb, oder? Ja, du bist lieb. Ist das ein Gürteltier? Ich würde sagen, es ist ein Gürteltier, ne? Wir lassen uns mal in Ruhe. Es tut uns nichts. Wir tun ihm nichts. Also wenn ich so weitermache, bin ich gleich sowieso schon über die ganze Insel hier. Dann haben wir schon alles entdeckt. Ja, ich brauche unbedingt dann ja, eine Axt und noch eine Spitzhacke. Damit ich, wenn ich jetzt diese Fässer finde, dann auch gleich kaputt kloppen kann. Hallo, Krokodil. Es hat mich zum Glück nicht entdeckt. Oh, das ist sehr gut. Jagst du irgendwas? Ich glaube ans Krokodil. Ans. Oh Mann, schnell! Känguru, hau ab! Lauf! Geh weg! Böses Krokodil! Au, das ist ziemlich stark. Au, das ist ziemlich stark.
Au, 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 au. Ja, Krokodil habe ich noch nie erlegt. So, ich musste so nach Hause jetzt. Weil der John fängt dann auch mal gleich an zu arbeiten. Und dann können wir die ganzen Sachen verhökern. Jetzt muss ich nur noch den Weg finden. Eigentlich müsste ich auf der Seite sein. Ich bin ja nicht über den Fluss rüber. Da, ah, da sehe ich schon. John seine Bude. Sehr gut. Also mit den Dingern kann ich auch bald hier totschmeißen. Vielleicht sollte ich da mal ein paar von verkaufen. Aber 18 habe ich schon wieder. 35 habe ich ja schon. Und ich verbrauche die gar nicht so doll auf. Könnt ihr vielleicht den John ein paar veräußern? So. So, der John. Draußen läuft er nicht rum. Hier ist er. Sehr schön. Dann reden wir mal mit dem John. Ja, moin. Ich möchte gerne mal verkaufen. Ja, dann lass mal schauen. Was haben wir denn alles? Das hier garantiert nicht. Die ganzen Fische. Rupu kannst du auch haben. Das, das. Ja, komm. Also selbst wenn man sie mal irgendwann braucht. Spätestens für ein Museum wahrscheinlich. Das kann weg. 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 Verkaufe ich die oder verkaufe ich die? Ah, ich lasse sie mir erstmal noch da. Weil ich denke mal, gekocht bringen sie mehr. 25.000? Alter, richtig gut, Junge. Ja, jederzeit wieder. Da können wir gleich den Grill jetzt holen. Aber nee. Lassen wir mal. Gut, dann lass mal loslatschen. Warte mal, erstmal gucke ich, was ich bekommen habe hier. Was für ein Meilenstein. Fischmonger, ja. Entrepreneur. Sehr schön, habe ich wieder ordentlich. Ach, ich wollte noch springen. Ordentlich Punkte zum Ausgeben. So, komm, wir laufen jetzt einfach mal gerade durch. Machen wir das mal so. Einfach mal gerade durchlaufen. Hallo, Hund. Und ich laufe jetzt wieder zurück, denn ich wollte Werkzeuge kaufen. Oh, Mann. Ah, das flöge ich nochmal ab. Und ehe ich mich versehe, ist wieder dunkel. Ach, Mann. Ja, was man nicht im Kopf hat, hat man in der Beine, ne? Ist so. Ich habe wirklich viele in der Beine. So, Basic Pickaxe, ja. Ja, ich weiß. Ja, das weiß ich, was das Ding macht. Danke. Ich habe das nämlich schon mehrfach bei dir gekauft. Und das. Basic Axe, jawohl. So, wäre auch interessant, wenn man bei ihm den Freundschaftsstatus höher hat. Ob man dann bessere Preise bekommt. Das wäre mal sehr interessant. So, hopp, ab geht's. Ich muss nochmal die Axt hier reinsortieren. Machen wir mal dabei die Kopfhörer hin. Und du kannst mal vorne zu dem Reifen. So. Jetzt aber. Jetzt gehen wir los. Jetzt wollen wir es wissen. Habe ich alles dabei? Ja. Ich muss nochmal überlegen. Nicht, dass mir doch noch irgendwas fehlt. So, da. Ja, wenn ich mich hier so ablenken lasse, dann komme ich hier gar nicht mehr voran, ne? Hallo, Hundi. Aber die Dinger bringen schon echt Kohle, ne? So, dann gehen wir natürlich noch zum Zinnerz. Bauen das ab. Das lasse ich ja nicht hier liegen, bin ich bescheuert. Da brauchen wir bestimmt noch richtig viel von. Und irgendeinen Meilenstein schaltet man dann auch frei. Und das ist alleine auch schon wert. Das alles mitzunehmen hier. So, zack, zack, zack. Es gibt ja auch, ja, gibt es eigentlich verschiedene Jahreszeiten hier? Hat Australien überhaupt verschiedene Jahreszeiten? Zwischen heiß, ganz heiß und sehr heiß? Wieso? Winter wird es hier wohl nicht geben. So, haben wir alles? Ja. Dann geht's weiter. Warte mal, das da am Wasser? Nee, warte mal, da brauche ich das hier. Das sind hier mal Groven-Sticks. Jawohl, jawohl, ich habe sie gefunden. Ey, das ist richtig gut. Mann, Groven-Sticks, ich drehe durch. Aber ich drehe... Ja, okay, muss ich anders holen. Sehr schön. Die brauche ich ja. Einmal zum Craften für irgendwas, das weiß ich immer nicht mehr was. Und ja zum Essen, diesen Spieß zu machen, brauchst du immer die Mangrovensticks. Endlich habe ich die gefunden. Oh, der braucht mal ein bisschen länger.
Na, schaffe ich das noch, bevor ich umklapp? Das war verdammt knapp. Habe ich das jetzt... Ach nee, jetzt liegt das hier alles unten. Ach nee, jetzt muss ich hier tauchen. Ja. Ja, 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 ja. So, ich würde mal wieder hochkommen. Nein! Oh, ja, schwimmen. Okay. Oh, schwimmen braucht doch auch Energie. Ah, zu hoch gepokert, ne? Okay. Schon haben wir den Tag rumgebracht. Oh, Mann. Ja, Summon ist Wizarding the Island, das weiß ich auch. Oh, ich hab Post. Ich hab Post. Ja, cool. Jetzt schaue ich erstmal kurz. Ja. Okay, dafür gibt es aber auch einen Meilenstein. Ich hoffe, dass ich das nicht ganz so oft kriege. Das haben wir schon. Okay. Schauen wir doch mal, was wir da haben. Bug-Tipster. Bug-Tipster, was da denn? Bug-Tipps for Summer. It was early morning. There was a bug in the bushlands I've never seen before. Thought you might like to know. Okay. Also irgendwie gibt es hier einen Käfer, irgendein Getier, ein Insekt, das vorher nicht da war. Und ich soll da wohl mal die Augen nach Ausschau halten. Die Augen nach Ausschau halten. Ist auch ein komischer Satz. Ja, wir gehen einfach weiter jetzt. Wir gehen einfach unbeirrt nochmal die Richtung. Und diesmal esse ich eher was. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war wieder was. Ach, guck mal hier. Habe ich hier liegen lassen. Alleine deswegen hat es sich ja schon gelohnt. Na, man muss auch das Gute sehen darin. Im ohnmächtig werden. So. Habe ich hier noch irgendwas? Ja, da. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ich muss dringend lernen, neue Werkzeuge herzustellen. Weil ich kann ja nicht andauernd für 1200 oder 1000 die Dinger kaufen hier. So werde ich ja arm. Der geht doch nicht. Dumm. Oh, da muss ich aufpassen. Der greift mich wieder an sonst. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ich war an den lustigen Keulen da, aber... Ja, klar, guck mal, das läutet ja auch auf, da die Ausdauer. Oh, ein hier seltenes Dings. Shiny Stone, so war das, genau. Sehr schön. Ich meine, ich brauch's zwar noch nicht, die Quarzkristalle, aber wird noch früh genug kommen, denke ich mal. Und dann bin ich froh, wie ich die gesammelt habe. Hm. Aber vielleicht sollte ich auch erstmal die Dings schon, die Spitzhacke. Vielleicht will ich gleich irgendwas abbauen und dann ist vorbei. So, ah, guck mal, andere Bäume. Versuchen wir die mal umzuhauen. Okay, das geht, das ist gut. Was ist denn das für ein Baum? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Ein Baum, ein besonderer Baum. Oh, neue Früchte. Okay. Was haben wir da? Bottle Tree Wood? Okay. Flaschenbaumholz? Wieso? Was ist das da? Guandong. Guandong. Okay. I'm eating Guandong. So, gehen wir mal weiter. Okay, den Kollegen da oben kennen wir schon. Oh, die werden ja mal mehr hier. Oh. Ein Strauß. Ein Franz Josef, hallo. Okay, der ist lieb. Das habe ich jetzt gerade. Oh, Alter, hier ist ein richtig... Oh. Ja, komm mal her, ja. Oh, die haben ihre Nester hier. Okay, da... Nee, da... Ich hau ab. Leute, ich lasse euch in Ruhe. Oh, wieder neue Bäume. Alter, sind hier viele von denen. Erfolgst du... Oh, laufen die weit mit. Ich möchte einmal aufheben hier. So. Leute, lass mich in Ruhe. Ich will dir gar nichts tun. Du jetzt umdrehst. Alles gut, okay. Alles gut. Also wenn ihr Musik aussetzt. Ja toll. Jetzt komme ich dann nicht an die komischen Bäume ran. Ich wollte mal gucken, was das ist. Ah, hier komme ich wie aus so ein Ding. Okay, abbauen kann ich's. Okay, das ist Palmholz. Oh ja. Na gut. Ihr wart hier lernen, ne? So, ah da, ja, sauber. Oh, zwei Fässer. Zwei Fässer, sehr gut. Oh, halt. Jetzt esse ich erstmal was.
Das sollte ich eh viel öfter machen. Ich habe ja das Problem, dass mein Magen voll ist und ich kann nicht mehr essen. Ja, ich weiß. Okay, was haben wir da? Glas, also eine Birne, eine Glühlampe, Old Gear, Old Spring. Und wo ist Old Spice? Köstlicher Scherz. So, oh, eine Platine. Ich brauche für einen Turm eine Platine. Sehr gut. Das läuft. Gehen wir hier lang. Nee, nicht weghauen. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwie so einen Meilenstein bekommen für so und so viele Früchte gesammelt. Harvest Master, ja. 500 schon. Krass, das kriegt man gar nicht mit, ne? Man sammelt und sammelt und sammelt. So. Wie sieht es eigentlich mal im Inventar aus? Muss ich auch gleich mal gucken. Okay, ein bisschen was geht noch rein. Dann esse ich mal was. Irgendwas Neues hier kommt. Du bist lieb, das weiß ich. Du tust mir nichts. Du bist ein liebes Vögelchen. Okay. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Wenn ich mal... Oh, warte mal. Halt, Karte. Aha, okay. Schauen wir uns mal weiter um. Ah, halt. Na, wohl nicht. Ich lass da. Vielleicht ärgere ich mich dann, wenn ich gleich irgendwas ganz Neues abbauen will. Okay. Ich hätte jetzt ja noch Bock auf so ein paar Fässer. Damit ich die ganzen Sachen kriege für den Turm. Und da hat mal ein Vögelchen gezwitschert, dass das irgendwie zum Reisen ist. Also du kannst dann halt zwischen diesen Türmen, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn es noch mehr gibt, also noch habe ich keinen gefunden. Da ist einer. Dann ist es so, dass du zwischen diesen Türmen hin und her reisen kannst. Also eine Schnellreisefunktion. Musst du aber erstmal wieder reparieren. Ach, guck mal, da hinten haben wir noch ein Fass. Dann machen wir da erstmal ein Fass auf. Oh Mann. Ja. Der Ketten. Immer so lustige Witze. Tinsheet ist auch gut. Nehme ich auch gerne mit. Muss ich nicht herstellen dann. So, dann gehen wir da mal hin. Ich kann mir vorstellen, diese Fässer werden wahrscheinlich immer wieder random irgendwo spawnen. Und irgendwann hast du dann alles zusammen. Habe ich schon mal so eine Muschel aufgehoben? Nautilus. Ja, jetzt ja auf jeden Fall. Ah, ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Inventar. Will der andere Sachen haben hier? Ja, ich weiß, dass es kaputt ist. Ich glaube, es ist immer dasselbe, ne? Immer dieselben Sachen. Ich könnte die Platine hier reinpacken, mache ich aber nicht. Das möchte ich lieber erstmal in meinen Turm rein. Oh! Adults? Sind das Adults? Komm hier nicht hoch. Oder hinten ist so eine coole Pflanze. Wieso? Schaufel? Nein, runter! Kann man. Ja, ich kann das auch weghauen. Hab ich doch schon mal gemacht. Ja, gut. Was ist das? Was ist das? Aber irgendwas Gefährliches. Ich würde dir gerne. Hä? Okay, jetzt geht's wieder mit dem Springen. Ich glaube, wir lassen es schlafen, oder? Ich glaube, wir lassen es lieber schlafen. Sieht gefährlich aus. Hat auf jeden Fall spitze Zähne. Was spitze Zähne hat. Äpfel. Ist in der Regel ein Fleischfresser. Ah, den lassen wir mal lieber in Ruhe. Bottle Brush. Okay. Wenn du das sagst, ist es Bottle Brush. Schön entspannte Musik. Herrlich. Oh. Ja, der ist auf jeden Fall gefährlich. Was ist das, eine Hyäne oder was? Keine Ahnung. Ja, aber er ist zu faul, hat keinen Bock zu verfolgen. Wäre schön, wenn ich da hochkommen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass die schon ganz schön Geld bringen. Wie komme ich da hoch? Ah, oder? Hier rauf? Ja, jawohl. Sehr gut. Und diesmal kloppe ich es nicht weg. Sondern lasse es stehen, damit wieder neue wachsen können. Da ein paar Apples. Ja, kann man ja auch mitnehmen. Auch die Spinne kann ich gleich mitnehmen. Vielleicht ist das unser besonderer Käfer, obwohl den sieht eigentlich genauso aus wie die anderen auch, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, die hatten wir schon. So, da hinten ist noch ein Schmetterling.
Ein Schmetterling. Oh, hier sind ja viele Muscheln. Also wenn du mal Muscheln sammeln willst, hier ist genau der richtige Spot dafür, würde ich sagen. Und hepp. Also jetzt noch so ein paar Fässer wäre cool. Habe ich alles eingesammelt? Ja, habe ich. Ja. Äpfel. Ich sehe nichts. So, so. Gut, was haben wir denn noch hier Schönes? Was sagt denn die Uhr? 11.59 Uhr, jetzt 12 Uhr mittags? Ja gut, ich werde es garantiert nicht mehr schaffen, bis John Fire macht, nach Hause zu kommen. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen. Ah, meine Taschen sind voll. Oh nee, jetzt muss ich was freilassen. Ja, lass ihn wieder freikommen. Also habe ich doch. Schade, Taschen sind frei. Taschen sind frei, ja. Nee, dann mache ich das so. Ich sammle jetzt hier noch ein bisschen Tinnohr, weil das kann ich ja stacken. Aber wenn ich jetzt so ein Fass aufmache, könnte es auch sein, dass ich irgendwas bekomme, was ich noch nicht im Inventar habe. Und dann geht's wieder los und ich müsste wieder irgendwas liegen lassen. Na, dann baue ich hier noch so ein bisschen ab. Gerade Zinnerz ist eh das, was am meisten gerade gebraucht wird. Und dann müsste ich auch mal gucken, was ich mit meinen ganzen Punkten mache. Dass ich mir mal neue Lizenzen hole. Ich hätte ja auch gerne die Möglichkeit, selber Werkzeuge herzustellen, ne? Weil mir blutet da jedes Mal das Herz, da so viel Geld herzugeben. Das ist nicht so schön. Oh. Oh. Was mich daran erinnert, ich habe lange nichts mehr gegessen. Aber man kommt echt gut über die Runden mit den Sachen jetzt. Also bis jetzt noch. Weiß nicht, ob das nochmal irgendwie schwieriger wird, aber er füllt das ganz gut auf. Und wenn ich das jetzt zeitiger gemacht hätte, immer wenn der Magen mal leer ist, hätte ich wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so die Energieanzeige so leer. Ich glaube nicht. Nein. Niemals. Kaputt. Okay. Dann gehen wir ab nach Hause. Jetzt muss ich mal gucken, wohin geht's nach Hause. So. Ist das richtig? Ist das... Ja, noch ein bisschen so, ne? Ja, genau, an dem vorbei. Hm? Natürlich. Oh, da sind sogar zwei von denen. Die Apples noch. Die nehmen wir natürlich alle mit. Die können wir bestimmt schön zum Essen natürlich gebrauchen oder zum Backen oder was auch immer. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch, bis John Feierabend hat. Also bis davor natürlich. Ich darf bloß nicht so viel nach links und rechts schauen, weil sonst... Hui, die kann man sogar ganz groß machen. Immer diese Richtung, dann sind wir bald da. Hallo, Gürteltier. Hallo, Strauß. Ich glaube, das ist schon der Weg, ne? Da hinten müsste schon meine Behausung sein. Hallo, das ist ja cool. Guck mal, das Krokodil, das senkt sich richtig ab. So wie die das in echt machen. Also, dass nur noch der Kopf rausguckt, beziehungsweise eigentlich ja nur die Augen. Cool. Ah, da hinten ist ein Fass. Ich hab's nicht gesehen. Wobei, ich kann's ja auch. Ja, komm, ich riskier's. Das nehme ich auch noch mit. Ich Pech habe ich irgendwas drin, denn da muss ich auch was rausschmeißen. Ja, natürlich. Hä? Wood Contraption? Wieso konnte ich das mitnehmen? Wieso habe ich den Platz gehabt auf einmal? Okay. Ja, aber die habe ich nicht im Inventar. Hä? Ach, da unten doch. Alles klar. Ah, alles klar. Weil die Spitzhacke kaputt war. Ja. Alles klar. So, bin ich hier. Ja, auf dem richtigen Weg. John, ich komme. Mach noch keinen Feierabend. Ich habe noch ganz viel zu verkaufen. Das könnte auch ganz gut Geld geben, was ich jetzt eingesammelt habe. Dann kann ich mal ordentlich donaten. Unserer kleinen Gemeinde hier. Ja, damit wir so ein bisschen zu Potte kommen hier. Ich weiß gar nicht, wie viel es noch fehlt. Waren das 50.000 irgendwie? Ich glaube 49 oder so waren es noch. Ah, Rupu. Rupu kann ich auch liegen lassen. Ja, moin. Da bin ich schon wieder. Jetzt will ich mal die hier verkaufen. Ich habe ja genug zu machen. Ich will mal gucken, bringt das was, die Dinger? 28 Stück davon. Was gibt's mir dafür? 5,3? Finde ich gar nicht schlecht. Dafür, dass das einfach so
so rumliegt hier. Ja, komm, ich möchte noch mehr. Sell Goods, ja. Ich habe eine ganze Menge dabei. Und zwar, ne, das garantiert nicht. Mangrovensticks garantiert auch nicht. Bottle Tree Wood. Behalte die erstmal. Das kann weg, das garantiert nicht. Quandong auch nicht. Quandong. Ich hab eigentlich gar nicht so viel. Na, die noch hier. Das ist ein Ding. Ich hätte gesagt, ihr dacht, ich hätte viel mehr eingesammelt. Ja, habe ich auch, aber das will ich alles nicht hergeben. Ja gut, dann ist das so, ne? So, was gibt's mir dafür? Naja, ist okay. Ich habe hier eh keine andere Möglichkeit. Ich kann das nur behalten, da habe ich auch nichts von. So, dann gehen wir mal zu Fletch. Und schauen mal, ob wir irgendeine tolle Lizenz erwerben können. Hallo, Fletch. Ich soll nicht so dicht rangehen, ne? Man muss immer dicht rangehen an Fletch. Ja, jetzt geht's. Okay. Sicherheitsabstand. Achso, warte mal, jetzt habe ich es gelesen. Notified that we need 5 permanent residents. Ah, okay. Also wir brauchen 5 Leute, die bei uns wohnen, bei uns leben permanent. Damit das hier als offizielles Ortschaft, wie auch immer, Settlement, also als Siedlung gilt. Okay, also wir sind nicht in Eile, aber das sollte unser nächstes Ziel sein. Ja, erzähl mir was. Any business? Okay, jeder, der herkommt, will unbedingt hier bleiben. Ah. Okay, und wenn South City von uns Wind bekommt, dann können wir hier vielleicht auch eine Town Hall bauen. Ja, das glaube ich auch, dass wir unser Ziel bald erreichen. Ja? Dann werde ich gleich mal ein bisschen was donaten. Guck mal, 48.000 fehlen noch. Dann machen wir 30.000. Habe ich noch 7 für Werkzeuge? Nein. Und das schöne Geld. So, Fletch, lass mal über Lizenzen reden. Jo. Was haben wir denn Schönes? Mining? Kann ich das nochmal bringen? Da macht ja keinen Sinn. Das habe ich. Metal Detecting. Trapping License. Handling License. Mehr Platz. Okay, Landscaping License. Aha. Allows the holder to build windmills to help speed up product. Okay, also ich kann dann eine Windmühle bauen? Eine Windmill. Okay. Ah, das macht die ganzen Dings schneller. Barbecue, also das... Okay, den Grill und irgendwie solche Sachen. Die produzieren halt schneller. Landscaping License. Building License. Was kann ich noch holen? Mehr Plätze im Inventar ist nett, ja. Was ist denn Schuks? Oh! Ein Vogelhäuschen! Das war's? Ich will noch mehr haben. Wo war das? Nee, Handling nicht. Cargo License. Landscape Building. Wo war denn das? Farming nicht. Habe ich ja schon. Hunting License, Trapping License. Dann holen wir uns nochmal eine Trapping License. Dann kann ich jagen. Die steht schon gar nicht mehr hier, aber vergib mir Lizenzen. Animal Collection Point. Drop Trapped Animals inside to receive rewards. Okay. Also ich kann die fangen und die dann irgendwie abgeben und krieg dann Belohnung. Eine simple Falle für Tiere. Okay. Aber eigentlich würde ich gern selber Werkzeuge herstellen. Außer die hier. Okay, was brauchen wir dafür? Timber, Mangrovensticks. Toll. Old Springs brauchst du dafür sogar. Oha. Oha. Das Ding haben wir noch nicht. Dafür braucht die das, genau. Und die Reifen hätte ich auch. Und die Copperbar habe ich auch. Und Gumwood Plank habe ich vielleicht auch. Lass mal schauen. So, das holen wir mal ab. Halt. Das habe ich schon alles. Okay. Ich will jetzt mal gucken, ob nicht doch ein neuer Burger gekommen ist. Ah, guck mal da. Natürlich ist dann doch wirklich jemand Neues gekommen. Hallo. Franklin ist das. Ja, bleib mal hier, Jung. Ja, mein Name ist Franklin, das weiß ich.
Okay, der will die alten Technologien hier auf Dingenskirchen erforschen. Okay, weil South City hat ziemlich strenge Regeln, was erlaubt es zu erforschen und was nicht. Okay, und hier gibt es nicht solche Regeln. Das ist immer so bei den Forschern, ne? Die wollen nicht, dass nachgefragt wird, was sie da machen. Wenn ich eine Shiny Disc finde, habe ich eine Shiny Disc? Nee. Oder? Aha, und auf jeder dieser Shiny Discs sind irgendwelche Entdeckungen drauf. Achso, ich krieg da Geld von ihm. Okay. Und er verkauft Rezepte? Nee, nee, du gar nicht. Kann ich jetzt schon was kaufen bei dir? It is. Er sagt mir erstmal die Uhrzeit, ey. What's up? Got a job? Ja, hat er eigentlich schon. Hat er schon einen Job für mich. Habe ich eine Shiny Disc? Hatte ich eine CD wahrscheinlich, ist das? Muss man auch mehr Kisten erstellen. Nee, eine Shiny Disc hatte ich noch nicht. Schade, schade. Die Platine, die könnte ich mal da hinten reinsetzen. Hätten wir die schon drin im Turm. Sieht man die von hier? Nee, von hier sieht man den leider nicht. Was kann ich denn? Kann ich irgendwas Tolles herstellen? The Crafting Table habe ich schon. Das. Okay, also beschleunigt Dinge. Also die produzieren halt schneller. 12, also Plätze um ihn herum. Was brauchen wir dazu? Tin Sheet, Old Gear noch eins, Old Spring noch mehr. Aber das wäre schon nicht schlecht, ne? Also gerade der Schmelzofen, der ist wirklich sehr langsam. Oder hole ich mir das hier? Das könnte ich schon bauen. Turn seeds and grains into other things. Was sind other things? Kann alles sein. Ja, wir werden es wohl ausprobieren müssen. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in einer nächsten. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. In den nächsten Folgen gerne. Ja, und ich verbleibe bis dahin mit einem Ciao, ciao.